Aloha, ich grüße euch. Ja, hier bin ich wieder. Eine Hand ist ganz und die hier hat noch ein Pflaster und ist noch voll Jod. Ich habe den großen Verband jetzt abgemacht. Es geht so einigermaßen. Wie gesagt, ist nicht schön anzuschauen. Tut mir leid, ich versuche, die möglichst wenig ins Bild zu halten. Ja, also das ist eigentlich jetzt so ein Kellerfund und ein Mini-Haul, und zwar Mini-Haul. Ich habe mir, es gibt neues Glitter in diesen kleinen Fläschchen. Ich glaube zumindest, dass der neues. Entweder vier große oder ich glaube sechs oder acht kleine. Das ist mir leider aufgegangen. Deswegen seht ihr nur grün. Das ist aber grün, blau, also Glitter und so ein bisschen größere Sachen. Das fehlte mir noch in meiner Sammlung. Und ja, jetzt habe ich den Schlamassel. Ich möchte es auch jetzt nicht aufmachen. Das hat 74 Cent gekostet. Ja, das war's. Ein bisschen blöd. Naja. So, ihr Lieben, ich war dann mal in der Kellerbar, wo unsere ganzen Kisten sind, und habe dann mal ein bisschen gewühlt, so wie ich mit der Hand konnte. Ich war gestern zur Wundkontrolle und der hat gesagt, den Verband morgen, also heute, abmachen und bewegen, bewegen, bewegen. Ja, dann habe ich natürlich gehört und habe bewegt, so weit wie ich konnte, und habe zwei Taschen voll Zeug gefunden. Ich muss da auch noch sortieren. Ich finde da bestimmt noch einiges andere, aber da muss mir jemand bei helfen. Kartons wuchten, wo Bücher drin sind und CDs, das ist mir einfach im Moment zu schwer. Was ich gefunden habe, ist mein Hello Kitty-Koffer. Wie geil, den habe ich ja komplett verdrängt. Ich habe auch noch so einen Mickey Maus Schulbus. Da muss ich mal gucken, wo der ist. Wir gucken jetzt mal, was hier drin ist. Das weiß ich nämlich nicht. Wahrscheinlich kann das alles in. Oh. Okay. Büroklammern, okay, cool. Dann ein Marco Polo Heft, City Guide, Berlin, Dresden, also für alle großen deutschen Städte, okay. Blumensamen. Ich muss jetzt erstmal gucken. Also ich glaube, hier ist nichts mehr drin. Das sind Papiere, die muss ich mal aussortieren. Aber ich freue mich natürlich über mein schönes Hello Kitty Fashion, ne? Also cool. Mega geil. Freue ich mich. So, jetzt mache ich mal so nach und nach. Wie gesagt, shoppen war ja nicht großartig. Und von daher habe ich gedacht, ich shoppe mal im Keller, weil ich da ja auch noch so einiges habe. Ich habe Täschchen gefunden ohne Ende. Einmal das hier, ich weiß auch nicht mehr, wo das her ist. Vom Vibra? Ich weiß nicht. Kann aber auch sein vom Action. Das hier müsste mal vom Teddy gewesen sein. Oh, ganz vor 5 Jahren oder so. Keine Ahnung. Dann haben wir hier Sticker. Entschuldigung, Emmy. Die sind auf jeden Fall vom. So, also ich meine, die wären mal aus dem Action, aber auch schon ewig und 3 Tage her. Die habe ich nämlich in der Kiste gefunden mit Schulsachen von meiner Tochter, von der Grundschule noch. Ja, und die ist mittlerweile in der 11. So, dann habe ich hier dieses Täschchen auch in groß und das war sogar noch gefüllt. Ja, das ist hier, ne, mit diesen der englischen Garde da drauf. Finde ich auch ganz nett. Und da haben wir Sticky Notes. Dann haben wir hier Minion Sticker. Habe ich auch ein paar gebraucht. Normale Sticky Notes. Nochmal Sticky Notes. Das ist HEMA, steht ja auch drauf. Und Sticker vom HEMA. Ja, das war in dem Täschchen drin. Das kann ich ja jetzt erstmal wieder befüllen, bevor ich muss ja das hier sortieren hinterher mal. Täschchen kann ich füllen und dann, wie gesagt, für heute reicht es mir auch mit der Hand. Das zieht dann doch noch ein bisschen, ne? Aber alles halb so wild. Das ist auch nur so zwei kleine Ministiche. Also, das ging. So, dann habe ich hier Origami-Papier. Auch in der Kiste von meiner Tochter gefunden. Ich weiß gar nicht, ob das mal aus dem Aldi war. Keine Ahnung. Das sind wir, machen mal. Ja, sorry, ihr müsst meine Hand da leider ertragen. Ich habe schon versucht, heute Morgen zu schrubben, aber ich kann nicht so sehr schrubben, dass das Jod da alles weggeht.
Sieht natürlich nicht so schön aus. Nee. So, das ist natürlich sehr schön mit den Kirschblüten. Das Lilane, gepunktet. Also Wellen. Dann haben wir hier Koi-Karpfen. Das ist auch sehr hübsch. Gepunktet. Das hier. Ja. Ich finde es ganz hübsch. Ich weiß gar nicht, ob da auch noch Anleitungen bei sind. Nee. Doch, mit Faltanleitung. Also ich gehe davon aus, meine Tochter hat davon mal was gemacht. Und die Faltanleitung ist irgendwo verschütt. Keine Ahnung. Aber das kriegt man ja raus. Außerdem will ich ja auch nicht damit Origami falten, sondern irgendwas anderes. Ich lasse es mal ausgepackt. So, dann habe ich das hier gefunden. Und ich glaube, das war von Folia. Ja, genau. Und das hatte der Rossmann mal im Angebot. Das ist aber auch schon 1000 Monde her. Das wollte ich nämlich für mein Filofax nutzen. Ja, wollte, ne? Aber das kann ich ja immer noch. So, und dann dieses Set noch. Und hier ist auch noch mal so ein Set komplett von Folia. Das wird dann auch Rossmann gewesen sein. Und ich kann mich dunkel dran erinnern, dass das richtig runtergesetzt war. Ich mach's mal auf. Oh. Wie gesagt, geht alles ein bisschen langsamer im Moment, aber das ist ja nicht so schlimm. Also nochmal dasselbe Set mit hier Paris. Dann haben wir Umschläge und verschiedene Papier. Ne, das sind teilweise Papier und hier Kartenrohlinge. Okay. Ja, auch sehr schön. Also das ist ja echt ja, fast wie shoppen. Ne? Sehr schön. Ja, dann achso, das gehörte wahrscheinlich zu dem anderen Set. Das ist wahrscheinlich auch dann von Folia. Da sind auch hier Kartenrohlinge und anderes Papier. Und ich denke, das war dieses, was da eben bei war. Mit diesen Dingern. Also habe ich ja schon mal was damit gemacht. Oder halt meine Tochter. Keine Ahnung. Ja, dann Karteikarten. Cool, ne, zum Stempeln. Kann man immer gebrauchen. Das kommt direkt mal weg. So. Und dann, das sind Karten. Ich weiß nicht, wo die her sind. Keine Ahnung. Also die sind mega alt. Das Gepunkte gefällt mir total gut. Das hier auch. Also quasi Kartenrohlinge, die ich noch weiter gestalten kann. Da waren die blauen Umschläge. Die lagen auf jeden Fall dabei. Dann hier mit den Punkten. Das hier. Und dann, ja, ich weiß nicht, wie rum man es nimmt. Hier sind so eine Art Wolken. Und innen drin sind die halt alle Blanko. So, ja, an die können sich bestimmt auch noch viele erinnern. Die sind natürlich aus dem Action. Das sind so ein bisschen erhabene Puffy-Sticker mit Schrift. Ne? Together, beautiful, romantic, love. Und ja, genau, dann gab es das nämlich noch hier, ne, mit Baby-Thema. Da habe ich auch noch mehrere von. Da kann ich mich gut dran erinnern. Aber auch schon lang, lang ist es her. Cool. So. Dann Sticker. Ich glaube, die waren mal aus dem Teddy. Meine ich. Ich weiß es aber nicht. Vielleicht weiß das einer von euch. So Herbststicker. Die sind auch noch gar nicht so alt. Ich glaube so 3 Jahre oder so. Ich glaube. Weil das war in den Kisten, wo wir damals umgezogen sind. Die habe ich sogar doppelt, weil ich die so niedlich fand. Als wir umgezogen sind damals und ich ja nicht alles auspacken konnte, weil wir ja immer Hochwasser hatten und Schimmel in der Hütte und
Ich hatte ja eigentlich ein eigenes Bastelzimmer. Das konnte ich ja nie nutzen, sondern ich hatte einen Tisch hinter der Couch. Und deswegen konnte ich nicht alles auspacken. Die müssten auch aus dem Teddy gewesen sein. Ich weiß es aber nicht genau. Ich habe keine Ahnung. Dann 48 Cent, also Hunde. Dinger, das steht aus dem, vom Blocker. Und das müsste auch so 2014 gewesen sein. Glaube. Mit den Hunden. Eieiei. Alter Verwalter. Ja, die Brads aus dem Action. Da habe ich auch noch ganz viele. Dann muss ich auch mal gucken, wo die sind. Da habe ich nur ganz wenige von verbastelt. Weil man hat sie ja nicht doppelt und dann muss man sie behalten. Ne? Kennt ihr. So, die sind aus dem HEMA. Auch ganz niedlich, vor allem gut fürs Bullet Journal. Dann nochmal Origami-Papier. Wie gesagt, ich meine, das wäre Aldi gewesen. Packe ich jetzt nicht aus. Hier seht ihr die verschiedenen Muster, weil es nützt ja eh nichts, weil das gibt es ja so wahrscheinlich nicht mehr zu kaufen. So, dann aus dem Xenos. Mach deine eigene Girlande mit diesen, ja, langen Papierstreifen. Kann man auch für alles Mögliche nutzen. So, ups. Ja, und dann mein Beschriftungsgerät. Und ich glaube, ich habe auch noch so eins zum Prägen. Und ich habe noch so ein Dymo. Aber das habe ich jetzt ad hoc nicht gefunden. Wie gesagt, ich habe auch nicht alles anschauen können, weil ich nicht so stark die Hand belasten kann. Aber da freue ich mich super drauf. Also, cool. Ja, und dann habe ich noch ein Schätzchen gefunden. Das freut mich auch, dass ich das wiedergefunden habe. Das ist so ein Buch, das war mal der Hype. Das ist aber auch schon Jahre her. Das habe ich, glaube ich, von Amazon. $8,95. Und zwar diese Sachen. Also es sind lauter Sprüche drin, die man dann zum Basteln nutzen kann. Also entweder nimmt man das Buch und blättert es durch und freut sich, erfreut sich daran, oder man reißt die halt raus und verbastelt die ganzen Sachen. Also das ist so ein richtig, richtig dickes Buch mit ganz, ganz vielen Sprüchen. Na, also ihr seht, wie dick das ist. Und ich weiß noch damals, das war wirklich der totale Hype und war fast überall ausverkauft. Ja, ich hab's und noch nie genutzt. Aber jetzt ist es hier, jetzt werde ich es auf jeden Fall nutzen. Think happy, be happy. Ja, das hat mich auch total gefreut, als ich das gefunden habe. So, ja, und weil es so schön war, noch ein Täschchen. Die gab es, wie gesagt, im Teddy in allen möglichen Farben und ich glaube, damals habe ich alle Farben mitgenommen, die mir gefielen. Ja, dann habe ich hier, muss ich mal sauber machen, da sind Visitenkarten drin. Das werde ich wieder reaktivieren, aussortieren. Man kriegt ja eigentlich, ja, ich habe immer viele Visitenkarten. Das war damals noch, wo ich selbstständig war. Und da habe ich die ganzen Visitenkarten drin verwahrt. Und jetzt kriegt man ja auch ab und an mal Visitenkarten und ja, meistens, wenn man sie braucht, findet man sie nicht. Und das stand bei uns immer neben dem Telefon. Dann wusste man immer, ah, da ist das Visitenkarten-Ding. Und kann das ja mal. Ne? So, hier sind auch noch welche drin. Die zeige ich aber jetzt nicht. Und hier kann man die Visitenkarten einsortieren. Muss ich halt nur mal sauber machen. So, ja. Hello Kitty Aufbügler, Aufbügelflicken. Ja, und das habe ich wieder gefunden. Und da kann ich mich auch dran erinnern, da habe ich noch gar nicht so viel gebastelt. Die fand ich aber, weil ich ja sowieso auf Disney stehe. Obwohl im Moment hat sich das relativiert. Also ich bin eher so der Disney-Klassik-Fan. Und da gab es diese tollen Briefmarken. Und das war mal im Toys R Us. Und das sind noch D-Mark-Preise, also 6,99 €. Hammer. Also so ein altes Schätzchen. Ja, doppelseitiges Klebeband. Kann man immer gebrauchen. Ich hoffe, es klebt noch. Dann Washi-Tape.
Das war aus dem vom Van Kranebroek. Das war auch, glaube ich, ganz günstig. 60 Cent? 90 Cent? Ich weiß es nicht mehr. Die habe ich auch mit am Weihnachtsmarkt damals verkauft. Das ist wahrscheinlich der Rest. So, und dann Boxen, ne, Glossy-Boxen, wo ich alles Mögliche drin aufbewahre. Und da wollen wir mal gucken. Das ist, achso, das war wahrscheinlich von so einem Stempel, was man da alles stempeln kann. Von meiner Michael Kors-Tasche. Ne, Portemonnaie. So, das ist von der Hundeschule. Was haben wir hier? Also, auch Hundeschule. Wie mache ich das? Ich räume mal so ein bisschen raus. So, und die hier waren auch vom Preismapper. Das sind auch so Sticker. Ach so, was ich noch sagen wollte, von wegen ja, Preismapper und Gewinnspiel. Also drei Gewinne sind schon raus. Bei den anderen habe ich jetzt echt ein Problem, wie ich das einpacke, weil ich ja gerade auch nicht auf der Arbeit bin. Von daher, also kommt noch, nicht wundern, dass es nicht angekommen ist, sondern also drei, wo ich normale Briefumschläge gebrauchen konnte, das ist schon raus. Und die anderen gehen nächste, spätestens übernächste Woche raus. Wie gesagt, weil ich auf der Arbeit dann die richtigen Umschläge habe. So, hier habe ich mir mal Fotos ausgedruckt. Ich glaube, das war damals in der DM oder so. Oder Rossmann. Keine Ahnung. Auch für meinen Filofax halt. Ne, die habe ich mir bei Pinterest rausgesucht und dann ausdrucken lassen, damit ich da ein Dashboard oder so machen kann. Was habe ich hier? Da habe ich mir lauter Bastelläden aufgeschrieben. Scrapbook-Werkstatt, Scroopy NL, Scroopy, oh, ich glaube, den gibt es gar nicht mehr, ne? Stempelmeer, Davanda gibt es auch nicht mehr, Danny Poise, Blitzy, ich glaube, Blitzy gibt es auch nicht mehr, AliExpress, Scrapbooking-Shop, Etsy, Paper Heaven, KathleenKick.de. Keine Ahnung, Hammer. Warte mal hier. Ich glaube, das sind Gutscheinkarten vom. Ah ja. Notaufnahme von, vom Friseur-Gutscheindinger. Und hier waren wohl mal Sticker drin. So, ja, da freue ich mich auch richtig drüber. Dann haben wir hier einen Block. Things to do. Ne? Tag, Datum, ne? Special Attention, Things to do today, 50 Cent aus dem Libra. Hier Handyshop, keine Ahnung, Zozayak. Ja, und hier sind noch so ein paar Stempelkissen drin, Stempel, merci, Acrylblocks, cool. Ja, und hier ist der Stempel, wahrscheinlich, was ich euch eben gezeigt habe, was man damit stempeln kann. So, das war ein Kästchen. Da habe ich echt viel zu tun, das noch zu sortieren. Ne? Also, weil ich zeige ja jetzt nur und sortieren kommt ja später. Eieiei. Aber ich freue mich. Also ich muss da nochmal richtig, richtig ran und dann gucken, was auch alles weg kann. Ne? Hier habe ich nochmal Karteikarten. Finde ich auch sehr gut. So, und dann haben wir hier so ein Böckchen. Ich glaube, das sind überwiegend Sticky Notes. Kleine Textmarker. Was haben wir denn hier? Ups. Ah, Rabbit. Hier, kleine Hasen. Büroklammern. Och, wie süß. Office Line. Booker. Keine Ahnung, wo ich das her habe. Mal hier. Und der ist ja auch so niedlich. Hier für Telefonnotizen. Oh, der ist ja süß. Oh, ist der so niedlich. Toll. Sehr schön. Hier, das ist irgendwo abgegangen. Dann, und ich glaube, die sind alle von AliExpress.
meine ich. Sehr, sehr schön. Die kann ich auch alle schön mit mal verbasteln. So, was haben wir hier? Danke für deine Geduld. Liebe Grüße. Miraya. Kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Kann ich mich echt nicht mehr dran erinnern. Das muss ewig her sein. Keine Ahnung. Auf wen ich da gewartet habe. Dann hier Sticky Notes als Geldscheine. Das hier war mal Ikea. Dann hier Dalmatina. Das. Dann, und das muss auch, nee, das ist HEMA. Okay, HEMA. Das ist, keine Ahnung, ich glaube Preismapper mal. Und das hier müsste ganz am Anfang Action gewesen sein. Das heißt ganz, aber alte Action-Sticky Notes. Ja, das ist wie Weihnachten, ne? Das, und da gehören die hier wahrscheinlich zu. Keine Ahnung. Machen wir einfach mal. So, alles wieder reinfummeln. Ich habe ja eh Sticky Notes. Ja, ganz, ganz viel. Also da werde ich auch, glaube ich, mal ein Loaded Envelope packen mit Sticky Notes. Den werde ich aber erst packen, dann mache ich einen Aufruf, wer Sticky Notes möchte. Weil ich habe so viele, da kann ich ruhig ein bisschen was abgeben. Aber das mache ich erst in Ruhe. So, jetzt kommt die nächste Tüte. Die muss ich mir erstmal hier so hinstellen. Ups. So. Ja, ja, mal Sticker. Ich weiß keine Ahnung, wo die her sind. Ob die von AliExpress sind, ob es die mal beim Action gab, weiß ich nicht. Schwarz-weiß Sticker. Dann haben wir hier ja, Postkarten, die ich mir mal gekauft habe. Wie cool. Ja, das muss ich ja irgendwie, das muss in den Flur. Ne? Macken? Was für Macken? Wie geil. Und der Spruch ist auch cool, ne? Butter, Kokosmilch, Gummibärchen, Weltherrschaft. Nicken, lächeln, Arschloch denken. Cool. Sehr schön, da freue ich mich auch, dass ich die wieder gefunden habe. Dann, oh, waren die auch mal aus dem Action oder waren die aus dem Vibra? Ich weiß es nicht. Oh, die sind so ein bisschen erhaben. Also Druck im Druck, Quatsch, also geprägt quasi. Ne? Being cool and brave, Little King. Ich würde jetzt mal so behaupten, das ist Vibra. Ich weiß es aber nicht mehr. Keine Ahnung. So, dann haben wir die hier. Das weiß ich auch nicht, wo die her waren. So ganz kleine. Ja, und die hier sind auf jeden Fall von AliExpress. Das sind, das kann man jetzt, die sind so klein, die kann man gar nicht erkennen. Das war so die Anfänge, wo ich angefangen habe, da zu bestellen. So. Dann, ah, jetzt weiß ich, wo diese Sterne her waren. Das ist, glaube ich, Kick. Ne? Das waren nämlich die Sterne auch noch. Steht das hier drauf? Kick. Ne? Die Sterne. Alles leicht geknickt. Die Sterne. Und die Sterne. Ja, dann habe ich hier noch, ach, wie heißen sie denn? Ich komme gerade nicht drauf. Das war auch mal so ein Hype. Ich komme gerade nicht drauf. Leute, schreibt mir mal in die Kommentare, die. Ich komme nicht auf den Namen. Die gibt es in verschiedenen Größen, ne? Für Scrapbooking, für alles Mögliche. Die. Ich
komme nicht drauf. Gleich vielleicht. Gleich vielleicht. Ja, und guck mal, wie cool das ist. Ein mega langes Mäppchen. Und ich meine, das hätte es auch mal im Action gegeben. Also das ist richtig, richtig lang. Na, habe ich ein Lineal hier? Nee, gerade nicht. Aber das ist echt, wenn ich meinen Stift daneben lege, ne, hier Stift, also passt ja zweimal rein. Sehr, sehr schön. Also finde ich, ne? So, dann geht's weiter. Sticky Notes. Und die waren auch aus dem Action. Das sind auch alte Schätzchen aus dem Action. Steht nichts drauf, aber das waren auch Action-Sachen. Das müsste, das weiß ich gar nicht. Das ist auch Action oder HEMA steht nicht drauf. Kann auch sein, dass das auch Action war. Die hier auch. So, und dann gab es hier so Etikettensticker. Das freut mich auch, dass ich die gefunden habe, weil ich ja diese ganzen Boxen vom Action da geholt habe und die beschriften möchte. Und bis jetzt mit diesen Einfach-Etiketten, mit diesen weißen beschriftet habe. Aber ich kann hier auch hier mit. Ne? Ja, von, für ist natürlich, ne? Von, ja, von, für. Auf jeden Fall was Niederländisches, weil, ne, von, vor. Aber finde ich sehr schön. Und hier, die sind ja auch recht neutral. Ja, hier sind noch große Etiketten. So, Etiketten. So. Ich meine, die wären auch Action gewesen, aber ich weiß es nicht. Alte Schätzchen. Noch mal Etiketten. Ja, dann muss ich mal gucken, welche ich davon nehme. Die werde ich auf jeden Fall nutzen. Wie gesagt, das ist für mich wie Weihnachten. Nur gleich das Verräumen. Uiuiui. Wie gesagt, bei den Sticky Notes muss ich echt mal ein Loaded Envelope machen. Und da mal jemanden mit beglücken. Also wer da Interesse dran hat, immer mal Video schauen. Ich werde den erst fertig packen und dann zeigen. Und dann kann man sich melden. So. Und dann das hier auch nochmal. Etiketten. Alles Mögliche an Etiketten. Ich weiß nicht woher, auf jeden Fall irgendwo aus Holland. Das muss so 2014, 2013, irgendwie sowas. In den Dreh. So, ja, wir sind noch nicht fertig. Dann haben wir hier so ja, Liniensticker. Das sind hier so. Ne? So. Könnt ihr sehen. Die sind auf jeden Fall vom Preismapper. Die habe ich zuhauf gekauft, in allen Variationen. Die habe ich auch oft genutzt. So, dann haben wir, keine Ahnung, ich denke, das war von meiner Tochter. Das gefällt mir jetzt nicht so gut. Hier habe ich nochmal die Sticker. Dann haben wir hier die kleinen. Die denn her? Weiß ich nicht. Ist auch niedlich. Weiß ich aber nicht mehr, wo die her waren. So, und das sind auch, die sind aus dem Action. Ich tue die hier mal weg. Ja, Action hatte auch mal Foliensticker. Ne, wie ihr seht. Ich mache die mal auf. Wenn ich wüsste, wo. Ah, hier oben.
Ich kann mit der Hand noch nicht so. Ja, und ich möchte mich auch noch bedanken bei allen, die mir alles Gute für die OP gewünscht haben. Also ist alles gut gegangen. Ratzifatzi, die war am Donnerstag um 10:30. Ja, und jetzt ist Samstag und ich habe schon nur noch ein Pflaster drauf. Ne? Also ist toll, toll, toll. Jetzt müssen wir noch, die haben das eingeschickt, was sie rausgeholt haben. Ich hoffe natürlich, dass das alles in Ordnung ist. Hier haben wir Buchstaben, sowas und sowas. So, ja, das sind wie, oh, da freue ich mich, cool. Sticker aus dem Preismapper. Ich glaube, die sind eigentlich vom Kreutwart. Ich weiß es aber nicht. Und die waren beim Preismapper, das hier ist schon leer. Da habe ich echt viele gekauft und auch immer viel genutzt. Die hier sind doppelt. Habe ich euch auch eben, die habe ich euch eben auch gezeigt. Die waren nämlich schon offen. Und die haben auch nicht 89 Cent gekostet, sondern vielleicht 20 Cent oder so. Ne, weil Preismapper ja alles runtergesetzt hat. Und da habe ich nicht so viele von. Die machen wir jetzt mal auf. Weil die nutze ich nämlich dann auch noch. Jetzt für Weihnachten meine ich. Also ich will die alle natürlich nutzen. Das direkt in die Tonne. Das können wir nutzen zum Basteln. Da sind zwei so Sticker-Sheets drin. Finde ich sehr schön. So. Ja, wir sind noch nicht fertig. Dann habe ich hier so einen alten Stempel gefunden. Boah, geht so. Muss ich mal abstempeln. Muss ich mal gucken, wie der so ist. Wird wahrscheinlich auch Action gewesen sein. So, und hier haben wir noch mehr von... Oh, ich komme nicht da drauf. Sagt mir doch mal einer diese...